Den CLK nehme ich auch mit. Wow! Was ist denn das für ein Endrohr? Das ist ein Lorenzer Endtöppe. Nee. Nee? Kleemann! Alter, das ist ein Kleemann. Kleemann, komm mal her! Guck mal da. Als 500. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Man sieht immer schon, wenn man richtig ist, ne? Das ist schon geil. Ich tue auch mal das. Wir gehen mal rein. Und überraschen den jungen Herrn direkt. David, ey, jetzt wird die Kamera selbst gemacht. Alter! Das war meine Idee, mit Kamera laufen anzukommen. Alles gut? Moin, alles klar? Ja, bei dir? Guten Tag, hi. Ich bin Roman von Mudikas. David vom Feuersteinkast. Guten Tag, hallo. Moin. Alles klar? Hallo, Roman von Mudikas. David vom Feuersteinkast. Was machen wir heute? Was wissen die denn schon? Gar nichts, nichts. Ja, ich hab das Video noch nicht angefangen. Hast gar nichts gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Erste Szene quasi. Ich weiß aber selber nicht so richtig, was wir machen. Also okay, auf jeden Fall kommt irgendwas Neues, oder? Ja, richtig, richtig, richtig. Was Neues kommt, habe ich zuletzt vor einem Jahr gesehen. Okay, ja. Ja, doch. Ja. Aber es war vom Jahr schon geil. Ne? Und laut meinem semi-seriösen Lackierer-Freund, werdet ihr wahrscheinlich gleich irgendwie mitkriegen. Ich weiß auch nicht, wie er auf Kamera steht. Ja, ja, ja. Und ich weiß auch gar nicht, was ich hier sagen darf. Aber okay. Wird das bestimmt super lustig. Okay, Der hat da so ein. Habe ich ja letztes Mal erzählt. Ich freue mich auch schon. Ich bin schon wieder heiß. Ich habe richtig Bock. Hardinger steht da. Ihr seid Mechaniker, habe ich gesagt. Ja, okay, okay. Und holt das Auto ab, um den fertig zu machen. Okay, okay. Und, weil ich verkaufe ihn ja. Ja. Ich ziehe ihn ja von ihm. Ja. Aber es ist für ihn immer sehr wichtig, seine Finger mit im Spiel zu haben. Also das passiert heute. Und ich habe drei ganze Infos bekommen. David hat es letztes Mal schon mir gesagt, bei seinem Lackierer des Vertrauens, zum Kollege von ihm, steht seit Jahren schon ein C215 CL500 auf dem Hinterhof mit irgendeinem komischen Bodykit. Ja. Genau die Infos habe ich. Es ist ein CL500 C215, da ist irgendein komisches Bodykit dran und der Wagen stand jetzt die letzten Jahre. Wir, Anhänger eingepackt, Auto nicht gesehen, keine Bilder gesehen, nichts gesehen und den wollen wir heute mit nach Wolfsburg bringen. Das alles hier in diesem Video. Wir machen wahrscheinlich noch ein zweites, drittes Video, wie wir hier das eine oder andere Auto mal fahren. Ja, würde ich mal sagen. Heute ist ja schönes Wetter endlich mal. Ja, ich freue mich auch, Weil das letzte Mal so geil war, haben wir gedacht, kommen wir wieder hier. Letzten Videos, das eine Video hat 90.000 Aufrufe. Das ist schon eine geile Nummer. Hat auch mein Kanal einfach mal so ein bisschen nach oben gebracht. Ja, Baba. Also ich habe so ein ganz neues Leben, ich muss so Kommentare beantworten und so. Ich fühle mich auch so richtig wie so ein Influencer. Geil, aber verdient. Ja, finde ich geil. Es reagieren die Leute, macht mega Spaß. Also danke an der Stelle für alle, die rübergekommen sind, macht mega Spaß. Und du hast echt gute Abonnenten. Also ich habe echt viel, also für die ich hatte, habe ich echt so prozentual viel Hate bekommen. Ja, ja. Für alles. Ja, ja, ja. Und die so, oh, du bist ein netter Typ und so korrekt und das geil, und so. Geil. Macht echt Spaß. Ja, ne? Ja. Darum, du musst eigentlich voll glücklich sein. Ich bin auch sehr glücklich. Ich freue mich auf heute. Like das Video gerne jetzt schon mal. Ich habe keine Ahnung, was wie passiert, wie dieser CL aussehen wird. Jetzt schon mal liken, Kanal kostenlos abonnieren, bei David vorbeischauen. Ne? Und Kaffee trinken. Und Kaffee trinken. Wir sprechen jetzt eine Runde und dann geht das hier alles ganz entspannt los. Let's go. Wir machen hier wieder Cameraception. Hey. Soll ich mich jetzt so viel hinstellen wieder oder soll ich weiter durch? Ich weiß nicht. Hier schon. Hi! Das sind die alle Leute. Hallo. So, meine Freunde. Ich bin heiß, wenn das jetzt irgendein so Kack-Bodykit ist und das überhaupt. Hör mal auf! Hör mal auf! Hör mal auf hier! Hast du die Kamera? Den 140er nehme ich auch mit. Den CLK nehme ich auch mit. Wow! Was ist denn das für ein Endrohr? Das ist ein Lorenzer Endtöppe. Nee. Nee? Muss mal eben hier. Schwarz! Mit rostbraunen. Was ist das? Den habe ich noch nie gesehen. Was aber ein Location? Das ist genau das, was ich machen möchte. Kleemann!
Alter, das ist ein Klemann. Klemann, komm mal her. Ja, letztens hatte ich schon bei eBay Kleinanzeigen einen 600er Klemann gesehen. Dieser grüne? Ja, für 12 Mille. Wow. Okay, heftig, heftig. Wow, was auch ein Setup hier, ne? Wow, Keyless Go hat er. Alter, der wird so vergammelt sein von drinnen, komm mal her. Boah, sieht das unangenehm aus. Oh. Ich wach ja nachts schweißgebadet auf und denke an sowas. Alter, Alter. Wow. Ist ein Formup? Hier vorne ist... Digga, das Bodykit ist richtig krass. Die Haube ist auf. Doch nicht? Nur halb. Guck mal hier, kommst du hier rum? Siehst du das hier? Rallye-Streifen? Hier so ein Klemann? Ja, man kriegt es leider nicht so. Also Klemann kriegen wir noch drauf. Okay. Hier steht Klemann Car Power. Vielleicht ist da auch irgendwie was motortechnisch drunter, ne? Wow! Hype! Hype des Jahrhunderts! Und natürlich, ne, guck mal, wenn man so zwischen zwei Baucontainern hier einfach... Ey, ganz verrückte Nummer. CL stehen. Ich hoffe, wir kriegen das auf Video überhaupt drauf, so ein bisschen. Spätestens, wenn er draußen steht, ne? Ja, ja. Ich mache jetzt erstmal hier ein paar Fotos. Guck dir mal, Alter, das Bodykit sieht richtig geil aus. Ich weiß gar nicht so richtig, was Klemann ist, aber ich habe schon mal öfters mal Klemann-Umbauten gesehen. Das ist ein richtig heißes Ding. Der soll irgendwie neu lackiert worden sein. Aber ich kenn die Farbe gar nicht. Vom Innenraum. Beige. Doppelnaht. Oh, Junge! Seitenschwelle auf jeden Fall auch. Die Felgen, guck mal, hier ist wieder diese orangene Rallye-Streife dabei. Ja. Wow. Ich hab ja Schiss gehabt, dass der David Geschichten erzählt und hier steht irgendein Scheißauto, ne? Aber er hat nicht zu viel versprochen. Schau mal, das machen sie gerne bei CL, das hier mitlackieren, wenn das so ausbleicht. So grau wird. Hier, guck mal, nimm mal den Grünspan mit. Das ist ja noch viel krasser wie der 600er. Wie gesagt, das Auto steht jetzt seit ein paar Jahren hier so. Wenn du das hier nochmal mitnimmst. Aber sag mal ehrlich, das ist schon hart, ne? Ja, ist schon stabil, das ist schon Feuchtigkeit. Da, ne, wird es auch richtig dick gleich mocken, Alter. Könnt froh sein, dass ihr das nicht bieten könnt. Ja. Oh, und hier auch der Grünspan. Aber guck mal, hier ist auch schon ein bisschen Alu. Kommt hier so ein bisschen. Ihr Seitenteil ist ganz schön kaputt. Ist ein bisschen gespachtelt. Ist auf jeden Fall verbreitert hier hinten. Ja, der hier auch. Boah, das Auto jetzt hier gleich rausziehen. Genau das will ich machen, genau dafür will ich irgendwelche CLs irgendwo aus Deutschland aus so einer Sache rausziehen und dann ist das noch so ein krass seltener Umbau. Wow! Ich bin total geflasht. Und der hat ganz schön dick einen drauf bekommen. Der hat richtig einen drauf gebufft. So, wir holen jetzt mal hier den David, der ist da gerade reingegangen. Gerne jetzt mal liken für diesen Videocontent. Traum, 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 Traum. Robin. Wie sieht das aus mit Kamera, Film? Ist in Ordnung, oder? Was? Wenn wir das hier filmen, wie wir das Auto rausziehen. Raus? Wenn wir das dabei filmen jetzt, das Auto, ist das in Ordnung für dich? Ja, ja. Super. Da. Oh mein Gott. Auf so einem Hinterhof, da hinten in der Ecke. Digga, du hast echt nicht zu viel versprochen. Ich bin sehr, sehr ich wusste selber nicht. Zufrieden mit dem Auto, sag ich mal, mit dem Umbau. Hast du das gesehen, das Kind? Klemann. Digga, das ist doch gut, oder nicht? Ich glaube, das ist gut. Ich weiß es nicht. Sollen die mal reinprügeln da in die Kommentare? Prügeln mal rein in die Kommentare. Wollen das Setup auch? Habe ich auch vom Ambiente zu viel versprochen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du hast gesagt zwischen zwei Containern, aber das ist ja was anderes, ob du dir das vorstellst oder ob du es dann siehst. Ja, ja. Und der Spruch mit Tarzan vorhin war auch gut. Ja? Dass Tarzan da bald drinnen wohnen wird. Der wohnt da jetzt schon drinne. Da, das ist, aber der, also Kette neu? Alles neu, Auspuff, sagte er, 5.500 Euro mit dem Stoßstamm. Und das Lustige ist ja, er ist ja lackiert. Ja, das Seitenteil ist schon doll zerkratzt und da kommt der Spachtel hoch. Ja, und aber es ist immer alles Gold wert. Sehr wichtig. Man muss die Sachen rausziehen. Ja. Und dann die Leute wieder auf den Boden. So, wir gucken mal, wie wir die Kiste da jetzt rauskriegen hin. Aber. Ist auf jeden Fall neu. Ach,
der hat sogar diese innenbewässerte Scheibe. Ja, ja. Doch, doch. Dass du minder von innen und von außen kratzen musst. Ach so, Crush-Eis, das fällt so runter. Ja. Lorenzer Enscherdämpfer. Was soll der jetzt sagen? Ah, okay, gewesen. Vielleicht geht. Oh, wow, wow, wow. Oh. Nee. Ja, Perdoli. Doch, doch. Perdoli. Warte. Ah, warte, warte. Jetzt. Hi. Jetzt. Batterie. Jetzt. Das ist so eine angenehme Situation, oder? Ja. Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Ja. Das war's mit dem Motor. Geil, sauber. Mal weg ist hochgefahren. Jawohl, perfekt. Oh, das ist schon mal voll. Voll. Sauber. ABC-Bombe neu. Ist schon hart. Da liegen die Tropfen. Hier ist der Schimmel. Dach schwarz gemacht. Ist auch schon wieder Spinnwebenschimmel dran da. Ui, 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 ui. Oh. Oh. Softlos funktioniert? Softlos funktioniert einfach. Klemann-Umbau dahin gerade aus der Ecke gezogen. Krasse Nummer. Komm, komm, bitte weg. Jetzt weißt du, warum sie ihn rausgestellt haben. Hier läuft gerade ein Staubsauger im Hintergrund. Aber der Typ kennt auch keine Gnade, ne? Was die Kiste angeht. Fährt gut, sagst du? Ja. Fährt gut? Er macht irgendwas Lustiges, 100%. Das stinkt aber auch, Junge, nach altem Sprit bist du verrückt. Leute, 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 was eine krasse Situation. Meine Hosen waren voll. Das verspreche ich euch.
Genau, morgen um 17 Uhr geht's hier an dieser Stelle weiter, wie wir das ganze Auto verzurren, aufladen, noch ein, zwei verrückte Sachen bei David machen und dann das Baby nach Hause bringen, nach Wolfsburg. Das aber alles im morgigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Wirklich unglaublich, unglaublich legendäres Video, legendäre Situation, auf so einem Hinterhof so ein Auto rauszuziehen. Vielen, vielen Dank an David von Feuersteincast, dass er uns das ermöglicht hat. Checkt gerne mal seinen YouTube-Account aus und lasst da mal ein Abo da. Lasst doch mal gerne hier auf dem YouTube-Account ein Abo da. Liked das Video gerne, falls euch gefallen hat. Mir jetzt unglaublich viel Spaß gemacht. Ein krasser Traum, sowas hier zu machen für euch, für die Videos. Falls ihr das supporten wollt, schreibt mir gerne einen Kommentar für den Algorithmus und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Bis morgen 17 Uhr. Ciao, ciao.